Alter, was geht ab, Leute? Hier? Gewinnspielauslosung. Das und vieles mehr. Jetzt. Es gibt das Brook, aka Gacha, zu gewinnen. Zweimal dieses Ei und einen Pokéball. Ich bin hier auf Common Picker gegangen, hab das Short eingegeben, hab mir nicht im Vorfeld überlegt, wer was gewinnt. Der erste, der jetzt gezogen wird, der kann aussuchen. Der zweite, der gezogen wird, kann dann aussuchen. Ja, und der letzte hat eine Arschkarte sozusagen. Der kriegt das, was halt übrig bleibt. 77 Kommentare. Start. Alvi, geile Zeiten waren das. Jedes Video gesuchtet, Kuss geht raus. Vielen Dank. Ich kommentiere das nochmal auf dem ursprünglichen Short. Und dann kannst du darauf antworten und dann tauschen wir uns irgendwie aus. Du kannst es dir aussuchen jetzt. Pick another winner. Let's go. Start. Chris King, Kuss geht raus an dich. Wie geil war bitte die alte Zeit? Besser wird es leider nicht mehr. Leider, Bro. Aber die alte Zeit war geil, ja. Auch dir. Antworte ich auf deinen Kommentar und dann tauschen wir uns hoffentlich irgendwie aus. Pick another winner, let's go. Stop. Sasuke Uchiha. Ich mag den Namen. Bester Mann, Kuss geht raus. Ich erkenne den, glaube ich, auch wieder, dass der schon öfters hier und da kommentiert hat. Deswegen freut es mich umso mehr, dass ein Stammzuschauer das gewonnen hat. So, der letzte. Stop. Ben Müller. So, Flashbacks, danke für die geile Zeit. Hat mich echt gefreut zu sehen, dass du jetzt wieder ein paar Pokémon-Videos kommst. Und jetzt kommen die auch schon wieder nicht mehr. Sorry, Ben, aber Glückwunsch. Ja, das sind die vier Gewinner. Ich schreibe euch an und hoffentlich klappt das irgendwie. Digga, das ist einfach so ein Dragoran. Bei mir zu Hause. Was für Sachen wir für Dragoran damals gemacht haben. Mein Gott. Ich wollte das Spiel nur anmachen, um euch noch was zu zeigen. Fabelhaft, Baby. Berge geschmissen? Ich glaube schon, aus Instinkt habe ich safe Berge geschmissen. Irgendein Event läuft mit irgendwelchen Startern und Hüten. Auf jeden Fall wollte ich euch das hier zeigen. Weil ich habe das Ticket ja geschenkt bekommen und das soll natürlich nicht verschwendet werden. Dementsprechend haben wir unsere Psycho-Pokémon gefangen. Einfach fabelhaft. Noch ein Simsala. Wir haben die ja zweimal. So, der erste. Abholen, Spezialforschung abgeschlossen. 7890 Sternstaub und Cosmog. Ups. Ich kenne die WP nicht, Leute. Wir lassen uns überraschen. Ja. Überdurchschnittlich, würde ich mal sagen, für meine Verhältnisse. Number 2. Ja, kann mich nicht erinnern, was der andere hatte. So. Auch nicht so prickelnd wie Prime Energy. Das war prickelnd. Check das letzte Video ab. Puh, krasse Überleitung. Apropos Ticket geschenkt bekommen, das nicht verschwendet werden soll. Kurs geht raus an Hodle747 für dieses Event-Ticket. Community Day. 9. Juli ist... Oh shit, diesen Sonntag. Oh no! Da bin ich mit meinen Jungs auf dem Turnier. One Piece Turnier, Yu-Gi-Oh! Turnier, Gold-Format Turnier von Chong. Der veranstaltet wieder Turniere. Und die meisten der Jungs spielen da mit. Ich schaue irgendwann später vorbei und film natürlich und so und chill mit den Jungs. Puh. Gönn uns das mal Mittagessen, Leute. So, Burger Time, Leute, Smash Burger. Ein Nugget, Truffle Pommes. Also, ich muss sagen, dieses Brot ist schon ziemlich riesig, Mann. Ich hab voll Angst, dass es zu brotig wird. Weil das Teil ist drei Viertel vom ganzen Ding, Mann. Burger. Ah, ist doppelfettig. Ist doppelfettig. Er ist sehr brotig. Also das Ding schmeckt man auf jeden Fall. Truffle Fries, Baby. Ist lecker, abgesehen vom fetten Brot. Das Brot ist auch ein bisschen hart, Mann. Schau mal, wie hart das ist, Mann. Wenn man da falsch drauf reinbeißt, dann tut es dem Gaumen weh. Kennst du das? Ja. So, war gut. Nur das Brot war ein bisschen komisch, viel zu viel, ein bisschen zu hart. Aber sonst der Burger, das Fleisch war solide. Ich
dem Laden für den Start 7,0 geben. Pommes waren okay, die waren ein bisschen schwächer eigentlich. So vor allem die am Ende waren noch richtig voller Öl. Du beißt rein, auf einmal läuft dir Öl aus dem Mund so runter. Was geht ab? Gerade einen interessanten Call gehabt, den habe ich voll verplant. Ich treffe mich hier so mit mehr Trade Brothers, monatliches Meeting. Auf einmal schreiben die mir so, hey, wann kommst du in den Call? Aber der Call war interessant. Mert hat super Insider-Informationen jetzt abgestaubt. Der Bro wird 20 Kilo abnehmen. Deshalb Salat mit ein bisschen Protein. Braucht er einen Praktikanten? Ich glaube schon, ja. So einen günstigen Praktikanten oder so einen Praktikanten, der gar nichts kostet am besten. Ich arbeite einen Tag umsonst. Echt, oder? Ich will so eine Videogeile, wo ich einen Tag so jobsmäßig was ausprobiere. So eins auf, hey, Krypto läuft nicht. Tag irgendwas anderes ausprobieren. Jobsuche-mäßig so. Wir sehen uns. Danke. Wir sind zwei glückliche Männer, du weißt. Ich hoffe es doch. Ich wollte mich nochmal bei euch bedanken für den Support. Natürlich über all die Jahre. Pokémon Go ist jetzt 7 geworden. Die 7 Jahre, auch wenn nicht alles von diesen 7 Jahren Pokémon Go Zeug war, Content war. Das Video letztens mit Ankündigung, dass wieder kein Pokémon Go Zeugs kommt, sondern wieder Food Zeugs, Vlog Zeugs. Auch da war der Support krass. Vielen, vielen Dank. Ja, und ich hoffe, die Leute freuen sich über die Gachas, Auto-Catch-Dinger da und den Ball. Im letzten Teil des Videos kam was Interessantes für die Leute, die auch in Krypto interessiert sind oder an Krypto interessiert sind. Da ist was im Busch. Ich kann dazu noch nichts sagen. Das war Top Secret Confidential, aber sehr interessant. Bleibt am Ball. Ansonsten war es natürlich wieder von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren, check die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram, investiert Bitcoin, DeFi, Crow, Crypto Cashflow generieren und jeden Tag tracken, serious business und ciao.